liegen drei glänzende Kugeln. Ich weiß nicht, woraus gemacht. In einer niedrigen Kneipe, 9 Meilen hinter der Nacht. Sie liegen auf grünem Tuch und an der Wand steht der Spruch: Wer die Kugeln rollen lässt, daridi, daridi, dumdei, den überkomme die schwarze Pest, daridi, daridi, dumdei. Der Wirt, der hat nur ein Auge und das trägt er hinter dem Ohr. Aus seinem gespaltenen Kopfe lugt eine Antenne hervor. Er trinkt aus einer Seele und lacht aus roter Kehle. Wer die Kugeln rollen daridi, daridi, dumdei, den überkomme die schwarze Pest, daridi, daridi, dum. Die einen sagen, die Kugeln sind die Sonne, die Erde, der Mond. Die anderen glauben, sie seien das Feuer, die Angst und der Tod. Und wenn sie beisammen sind, dann raunen sie in den Wind. Wer die Kugeln rollen lässt, daridi, daridi, dumdei, den überkomme die schwarze Pest, daridi, daridi, dum. Dann kam einer geritten, es war im Jahr vor der Zeit, auf einer gesattelten Wolke von hinter der Ewigkeit. Er nahm von der Wand einen Kö, der Wirt rief krächzend: Hey! Denn wer die Kugeln rollen lässt, daridi, daridi, dumdei, den überkomme die schwarze Pest, daridi, daridi, dum. Doch jener lachte zwei Donner, haha, und wachste den knöchernen Stab, visierte und stieß und die Kugeln, sie rollten, der Wirt grub sein Grab. Fäulnis flatterte auf und dann nahm alles seinen Lauf. Denn wer die Kugeln rollen lässt, daridi, daridi, dumdei, den überkomme die schwarze Pest, daridi, daridi, dum. Ja, wer die Kugeln rollen lässt, daridi, daridi, dumdei, den überkomme die schwarze Pest, daridi, daridi, dum. Die drei glänzenden Kugeln von Franz Josef Degenhardt. Ein absolut zeitloser Klassiker und ein Evergreen in der Pfadfinderszene. An all euch lieben Pfadis da draußen, gut Pfad wünsche ich euch. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei all den lieben Menschen, die da gerade durchs Bild laufen. Das sind alles Leute, die mich und meine Musik und diesen Kanal hier auf Patreon unterstützen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ihr kennt euch da aus mit Daumen und Kommentaren und so. Ich weiß das. Ich muss das nicht extra sagen. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank noch einmal und immer wieder an all die lieben Leute,
die mich gerade jetzt in einer für uns Künstler wirklich, wirklich sehr, sehr schwierigen Zeit so tatkräftig auf Patreon unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn ihr die Musik hier mögt und ihr diesen Kanal auch ein klein wenig unterstützen wollt, dann könnt ihr entweder direkt hier auf YouTube Kanalmitglied werden oder ihr könnt da oben auf das rote P klicken und euch mal meine Patreon-Seite anschauen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielen lieben Dank und bleibt gesund, ihr Lieben. Bis ganz bald. Euer Sören. Ciao. Und Happy Halloween.